Ja, Karin Weichelt, jetzt bei der WIGA. Du hast mir vorher gesagt, du siehst weder im Gemeinderat, noch im Kantonsrat, noch sonst irgendetwas. Und jetzt möchtest du den Nationalrat. Warum das? Ja, ich würde gerne Verantwortung übernehmen, ich würde etwas bewegen. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass die Jungen oder die Jüngeren auch aktiv in die Politik einwirken können. Gerade weil so viele wichtige Entscheidungen auf die Schweiz zukommen, wo wir, die mit den digitalen Medien aufwachsen, da können wirklich auch Weichenstellungen machen. Das denke ich als 66-Jährige genau auch. Ich habe schon mehrmals erlebt, dass Junge können. Und dann haben sie den Mut gleich nicht. Und wenn sie das erste Mal geraten, dann trauen sie sich wieder nicht mehr. Also wie schaut es bei dir? Ich bin mal sehr positiv. Ich gebe Vollgas. Ich will den Sitz holen für die FDP. Und ich glaube, ich war 11 Jahre im Ausland. Ich war Spitzensportlerin. Und ich habe gelernt, einen Wettkampf anzunehmen, Vollgas zu geben. Und wenn es eine Chance gibt, dann will ich die nutzen. Hat das nichts mit dem Vater zu tun? Mein Vater hat mich natürlich schon politisiert, weil seit ich klein bin, ist das Thema bei uns. Also hat er politisiert oder hat er dich verpolitisiert? Nein, er hat immer angeregt, dass wir unsere Meinung äußern, dass wir diskutieren daheim, und zwar nicht nur über Politik, sondern wirklich um Gott und die Welt. Und ich glaube, das hat mich geprägt und bis heute würde ich darum, bin ich nicht abgeneigt der Politik gegenüber. Im Gegenteil, würde ich jetzt wirklich in die Politik einsteigen und mich da können präsentieren auch. Jetzt haben wir gerade einen kleinen Unterbruch gehabt. Batterien sind ausgegangen beim Ladegerät. Also hast du keine Angst, bei der Politik gehen die Batterien dann auch mal aus? Das ist dir nicht immer zu langweilig, das ewig diskutieren, anzulassen. Es geht nie weiter, es bleibt fast immer im gleichen Ort. Also für Junge ist das mal ein Tempo, also es ist nicht schneller, oder nicht? Ja, im Gegenteil. Ich bin der Meinung, dass es eben genau darum ein paar Junge braucht, die ein bisschen Feuer machen, die Alten, die ein bisschen sagen, hey, wir müssen uns aufstellen, wir müssen uns jetzt bewegen, auch als Schweiz, damit wir uns in Zukunft gut aufstellen können. Und ich so viel dürfen erleben im Ausland, ich so viele Erfahrungen dürfen sammeln, können von außen auf die Schweiz schauen. Und ich glaube, da kommen viele gute Ideen, die wir auch Dampf machen können. Apropos Ausland, ja, wir haben ein riesiges Problem mit Brüssel und so weiter. Es geht eigentlich keinen Schritt voraus. Was sagst du zu dem? Ja, für mich ist ganz klar, Beziehungen zur EU sind extrem wichtig, weil wir machen jede 2 Franken mit dem Export. Bist du keine EWR-Frau, du bist EU-Frau? Nein, eben darum. EU, man will nicht in die EU rein, aber ich glaube, wir brauchen gute Bedingungen mit der EU, gute Beziehungen, gute Verträge mit der EU. Und da ist es extrem wichtig, dass wir uns als Schweiz einen guten Partner haben mit der EU, weil wir eben so nahe mit denen verwandelt sind. Aber hast du wirklich das Gefühl, man kriegt das noch hin? Das ist ja eine völlig verfahrene Sache mit der EU jetzt im Moment. Ja, eben genau darum. Wenn wir nicht Mitglied werden, sondern wenn wir uns eben die Möglichkeiten schaffen mit Verträgen, damit wir den Handel können organisieren, dass es mit dem Handel funktioniert, und alles andere sollen wir die Finger davon lassen. Was für andere Themen bringst du denn nach Bern? Ich bringe zum Beispiel nach Bern die ganze Digitalisierung für die Gesellschaft auch. Was ich dort erleben durfte in den skandinavischen Ländern, hat mich wirklich beeindruckt. Die sind viel weiter. Also konkret? Zum Beispiel digitale Identität ist jetzt am Aufgleisen in der Schweiz, aber ist in skandinavischen Ländern viel weiter. Auch digitale Gesundheitsakten beispielsweise. Und das sind Sachen, wo man auch extrem Kosten einsparen kann. Und ich glaube, da haben wir in der Schweiz noch einiges vor uns. Und ich habe vorher gehört von Leuten, die noch Stromzähler ablesen und auf Papier auftragen und dann wieder per Post zurückschicken. So Sachen sind andere Länder uns viel voraus. Und ich glaube, da haben wir noch einiges aufzuholen mit der Schweiz. Es sind die Nordländer natürlich immer Vorzeigeländer, aber der Süden bei der EU ist ja auch dabei und das sieht mal ein bisschen anders aus. Und das muss man alles zusammenbringen. Am Schluss geht es bei der Politik um Mehrheiten. Was machst du denn, damit die Mehrheiten kannst ergattern oder Liaisonen mit anderen Parteien? Ja, ich bin Mannschaftssportler. Ich habe in den letzten 15 Jahren als Mannschaftssportlerin gespielt. Ich habe als Captain fungiert in diversen Mannschaften. Ich weiss, was bedeutet, dass man verschiedene Parteien zusammenbringt und am Schluss einfach ein gemeinsames Ziel erreichen. Ich glaube, da konnte ich wirklich auch vorher Erfahrungen sammeln. Ich mache auch jetzt in meinem Wahlkampf überparteiliche Veranstaltungen. Und da glaube ich, bin ich sehr offen, zum mit anderen zusammenzuarbeiten und eben nicht nur auf meiner einzelnen Position fest zu verharren, sondern eben Lösungen zu finden, die allen etwas bringen am Schluss. Du hast es gesagt, im Sport bist du sehr oft der Spielführer gewesen, Captain. In der Politik bist du dann auch der Captain. Oder kannst du leben, wenn auch jemand anders eben möchte Captain sein möchte? Ich kann sicher leben, wenn jemand vor mir steht und das ist gar kein Problem. Aber ich bin sicher jemand, der gerne Verantwortung übernimmt, jemand, der gerne vorangeht und das würde ich auch in der Politik machen. Was machst du, wenn du nicht gewählt wirst? Wenn ich nicht gewählt werde, habe ich 1000 andere Projekte, die noch anstehen, die ich im Kopf habe. Und die Welt geht nicht unter. Da habe ich als Sportlerin genug oft erlebt, dass man Vollgas geben muss, alles ausprobieren, alles nutzen, die Chancen nutzen vor allem. Und dann nachher kann man wieder ein Fazit ziehen und schauen, wie es weitergeht. Also nichts mit Resignation. Es geht weiter. Ja, sicher, auf jeden Fall. Also da wäre ich falsch, wenn ich dann resignieren würde und alles wegwerfen würde.
Ich würde auf jeden Fall meinen Weg machen und ja, ganz viele andere Sachen im Kopf, die auch möglich wären. Jetzt hat ein 66-Jähriger interviewt, neben mir zusteht ein Kollege, ein Panzergeneral, der ist auch etwa gleich alt. Kannst du es auch mit den Eltern? Ja, ich denke schon, ja. Also ich habe wirklich viel auch jetzt natürlich Kontakt mit Eltern, die schon sehr etabliert sind in der Politik beispielsweise oder auch sonst in der Gesellschaft. Und ich finde, das ist auch extrem wichtig, dass man auf die Erfahrung zurückgreifen kann. Ich bin immer jemand, der sagt, die Mischung macht es am Schluss. Wir brauchen die, die viel Erfahrung haben. Wir brauchen aber auch die, die mit neuen und frischen Ideen kommen. Und dann, glaube ich, haben wir eine gute Kombination, um eben auch erfolgreich zu sein. Ja, Karin Weigelt eben hier natürlich bei der Wiege. Das schüttelt, das tut, das macht. Ein Haufen Leute laufen vorbei. Das erschüttert die nicht, das verwirrt die nicht. Wenn Leute stehen bleiben, wenn es umschüttet, der Boden, der gewackelt, ja unglaublich. Nein, mich erschüttert etwas nicht so schnell. Also ich glaube, ich habe da recht, bin recht standfest. Aber ich muss sagen, ich verstehe es ganz schlecht, weil es recht laut ist hier im Hintergrund. Und bin froh, wenn wir nachher wieder 1:1 reden können, ohne Kamera vorm Gesicht.